Willkommen zu Let's Play Final Fantasy 2. Jetzt, wo Pokémon Saphir beendet ist, wird es seiner Zeit, Final Fantasy 2 zu starten. Nachdem Final Fantasy 1 auch schon lange in der Vergangenheit liegt. Und ja. Dann sehen wir doch mal. Das Spiel ist blind. Ich habe es noch nie gespielt. Und wir nehmen natürlich keine anfänglichen Namen. Ach Quatsch, gar nicht. Wir nehmen die Namen von... Okay, das können wir auch nicht ganz machen. So, bin ich. Die... Schau genau hin, Peter. Ne, wie er hieß, ja. Schau. Prägt es dir schön ein. Passt das? Ja, mal geil. Ja, den können wir theoretisch so lassen. Lassen wir aber nicht so. Den nennen wir. Und damit kann unser neues Spiel auch beginnen. Eine lange Ära des Friedens. Geht zu Ende. Monsterhorn, die der Imperator Palmekias aus dem tiefen der Unterwelt beschwor, fallen über die Länder und Städte dieser Welt her. Verdammt, ist der Text schneller, komme ich gar nicht hinterher, Junge. Der Eroberungszug des Imperators hat begonnen. Das Königreich Finn fiel jüngst in einer erbitterten Schlacht. Unter ihrem König formieren sich die Soldaten des Königreichs in der Stadt. Altea zu einer Armee von Rebellen. Vier Gefährten aus Finn. Deren Eltern in der Schlacht ums Leben kamen, sind auf der Flucht. Und zwar wir vier. Ich, Amber, Espada und Zit. Kriegen mal Fett aufs Maul. Eins. Zwei. Drei. Amber darf mal angreifen, aber ja, sieht man ja. Hat leider nicht viel gebracht und damit ist auch sie hinfällig. Den Kampf verloren. Aber das Spiel beginnt mit einer Niederlage. So ist halt nun mal, ne? Denn hier werden wir wiederbelebt. Haben wir geil, oder? Wird er überleben? Das wird der Hoheit. Ich spüre die starke Lebenskraft, die von ihm ausgeht. Er wird bald erwachen. Auf unserer Flucht aus Finn fanden wir ihn und seine Gefährten. Ihre Wunden waren so tief, dass ich um ihr Leben fürchtete. Sein Leben ist außer Gefahr. Dieser magische Zirkel wird seine Lebenskraft noch verstärken. Er braucht nun etwas Ruhe. Dann bin ich beruhigt. Lasst uns der Tagung beiwohnen. Die anderen werden sicherlich schon versammelt sein. Wenn es dem Imperium gelingt, den Zerstörer in Barfuß fertigzustellen, werden sie uns angreifen. Wir können nicht tatenlos zusehen, bis es soweit ist. Wir müssen handeln. Was? Wo bin ich? Wo sind die anderen? Sid! Amber! Espada! Zeigt euch, ihr Fotzen! Ah! Guck mal, da stehen schon mal drei davon. Zwei davon.
Yonsi, du lebst! Ich hatte schon befürchtet, dass du... Emma, Spada, ich bin so froh, euch zu sehen. Was ist mit Cid? Prinzessin von Finn hat... Nee, gar nicht. Prinzessin von Finn hat uns geholfen. Cid nicht bei uns. Ach, das ist ein... Ich rede nicht aus der... Prinzessin von Finn uns geholfen. Cid nicht bei uns. Nicht bei euch? Nun gut, aber macht euch keine Sorgen. Auch er wird es geschafft haben. Oh Gott! Ich sehe, ihr seid genesen. Okay. Wie Menu bereits sagte, ihr müsst wirklich eine außerordentliche Lebenskraft besitzen. Haben wir euch unsere Rettung zu verdanken, Hoheit? Unser Dank sei euch gewiss. Mit Verlaub, Hoheit. Verlaubt uns! Erlaubt uns, eurer Armee beizutreten. Diesen Wunsch werde ich euch nicht erfüllen. Ihr seid noch jung und unerfahren im Kampf. Hallo, ich hab graue Haare, ich bin total steinalt, Junge! Mädel! Noch unerfahren im Kampf. Ich werde nicht euer Leben riskieren. Geht zurück in eure Heimat. Unsere Heimat wurde von der kaiserlichen Armee völlig zerstört. Selbst unsere Eltern haben wir im Kampf verloren. Ich verstehe euren Schmerz und euren Zorn, doch es ändert nichts an meiner Entscheidung. Ich kann nicht gleichzeitig euer Leben aufs Spiel setzen. Lasst euch hier in Altea nieder, wenn ihr eure Heimat beraubt wurdet. Unser Kennwort lautet Wildrose. Behaltet das gut, denn es wird euch das Leben hier vereinfachen. Die Wildrose ist das königliche Wappen von Finn. Sie ist das Zeichen unserer Hoffnung und unseres Wunsches nach einer friedlichen und prosperierenden... Was ist das für ein Wort, verdammt ihr Prosperieren nennen wir Zukunft. Doch ich bin um die Zukunft Finns besorgt. Ich hörte, dass die Bewohner von Finn als Gefangene des imperialen Heers Höllenqualen durchstehen müssen. Dein älterer Bruder, Cid, gilt ebenfalls als vermisst. Nicht wahr, Emma? Womöglich wird er in Finn festgehalten. Doch ist Finn mittlerweile zu einem Hort Monster geworden. Den weißen Magier zu meiner Rechten habt ihr es verdanken, dass ihr so schnell wieder genesen seid. Name ist Menu. Ihr würdet euch... Ja, warte, ich lerne von mir nichts. Dann geht's weiter. Und ich muss kurz die Nase aufschnauben, das geht gar nicht klar. Tut mir echt leid, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich erkältet bin oder es immer noch die Allergie ist. Ich habe Allergietablette genommen, ich habe auch dieses Minzöl, ne, dieses japanische Minzöl, kennt ihr bestimmt. Womit die Nase nicht frei werden sollte, kommt gar nichts nach. Ein Billigprodukt, sag ich mal. Und ja. Was gibt's hier denn alles Schönes? Ein Pfeil traf mich in meiner letzten Schlacht in mein Gesäß. Ich fürchte auch ein König, ich kann dem Alter nicht entfliehen. Hilde hat meinen Platz eingenommen, fragt sie. Ich würde mal sagen, da wir jetzt irgendwie unser Heim und unsere Eltern verloren haben, müssen wir uns ja hier irgendwo niederlassen. Ist mir die Frage gestattet, wohin ich muss? Oder darf? Unser Kämpfer oder eine Wildrose? Ja, das hatten wir schon. Ach, er wird euch eben los. Alles klar. Ich sehe klar und deutlich, wie sich unsere Schicksalswege kreuzen. Geht nach Finn. Dies wird der erste Schritt sein, um euer Schicksal zu erfüllen. Ha, mir gegenüber müsst ihr euch nichts erkennen geben. Doch indem ihr auf diese Weise das Kennwort aussprecht, werden euch die Leute mit Informationen versorgen können und noch etwas, bevor ihr nach Finn aufbrecht. Die Gebetsstätten der Dörfer und Städte sind heilige Orte, an denen die Macht des Todes gebannt werden kann. Sollte einer von euch im Kampf fallen, sucht eine solche Gebetsstätte auf. Alles klar. Das machen wir. Ja, wir müssen nach Finn. Und das ist die Kiste, die hole ich mir. Boah, die Kiste, meine erste Kiste. Lala, Potion, halt. Geil. Meine erste Kiste. Gut, raus hier. Scheiße, wo bin ich?
kleinen Begriff nachgucken, okay? Ach, erzähl keinen Scheiß, hier kann ich das Video einstellen, geil. So, sagst du? Kommst du bekannt vor, sagst du? Ja, kann gut hinkommen. So. Ja, das sieht doch geil aus. Aber muss ich auch gar nichts drücken. Guck mal, da haben wir auch Geld? Ja, 400 Gil. Können wir uns mit Waffen kaufen? Reichschwert haben wir beide. Was hat sie denn ausgerüstet? Gar nichts oder was? Bogen! Pff. Lassen wir das erstmal so. So, Kollege, was kannst du mir denn anbieten? Bullshit, Lederhut. So. So. Damit wir nicht so leicht umfallen, ist klar, ne? So, wo geht's da hin? Das ist die Stadt Altea. Gut, wir sind hier in Altea. Also müssen wir mal raus hier. Gut, und wo ist jetzt Finn? Gehen wir mal nach Norden. Boah, ich wollte gerade sagen, die fallen jetzt nicht echt, nicht ernsthaft ohne einen Schlag um. Wow. Die kann ja echt mega viel mit ihrem Bogen. Ich würde mal sagen, souverän gewonnen, ja. Was gibt's hier? Nur Buschfolter. Angriffsfolter, yay! Und Emma macht... Wieso macht Emma so wenig Schaden? Das verstehe ich nicht. Bogenstufe. Ach was! Das geht? Oder ist ja mal sowas existiert? Interessant. Oh mein Gott! Auf einmal so viele, what the fuck? Auch so schwach, ja. Guck mal, jetzt hast du wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Verstehe. Also je nachdem, was für eine Waffe die haben, umso schneller oder umso mehr erhöht sich quasi die, ich sag mal, Angriff. Ja, wenn man jetzt diverse Bögen hier gibt und dann man die ganze Zeit mit Wand halt auch. Also gibt es hier keine Level oder wie ist das jetzt? Gucken wir mal über die Brücke hier. Finden wir hier nicht irgendwo mal so, naja, wie wär's mal mit einem Dorf oder einer Stadt oder irgendwas? Warum werde ich denn davon getroffen? Gut, immerhin, mir gift nichts ab. Ich sag mal, hart Glück gehabt. Ja, Geld braucht jeder. So, ich frag mich immer noch. Wo ich hin muss, weil mir hat, glaube ich, niemand eine Richtung angegeben. Was mich sehr, sehr ärgert. Komisch, kommen wir irgendwie vor. Oh, Scheiße. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen, war wunderbar. Aber ich war gar nicht mal falsch. Lippen.
Was? Direkt vom Tor Monster? Was ist das? Was ist das für ein Lauf? Wachte Stadt, Junge! So, weiter hier. Bogenstufe, ja. Erhöhe dich, wie du willst, ey. Aber hier sind wir wieder in Altair, ne? Scheiße. Ich sag mal, hart im Kreis gelaufen. Das ist wohl diese Kirche, da Gebetsstelle, ja. Magie. Magie, hier gibt's Magie, yeah! Ganz ehrlich, ich nehme das einfach mal mit, ey. Kann man nachher bestimmt gebrauchen. Bevor ich da jetzt wieder hinlaufen muss. Oder wie seht ihr das? So, weiter geht das hier. Es ist auch wieder dieses seichte Wasser, was man mir nachher mit dem Kanu bestimmt befahren kann oder befahren soll. Ja, verpiss dich bloß. Wer kann dieses Ding denn lernen? Halt hier, P. Ach, so funktioniert das. Guck mal, diese kleine Hütte. Dorf Guardia, okay. Ich würde sagen, wir beenden uns den ersten Part mal hier. Ich hoffe, es gefallen. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich mich auf dieses Projekt. Viel Fun, wenn ihr es wollt. Wir sehen uns im nächsten Part. Aber bis dahin, ciao.